Moin, da sind wir wieder, rund um den Sund, eine neue Folge. Und zwar heute mit der Nummer 3675 des Deutschen Seeschiffregisters. Der Gorch Fock. Nicht zu verwechseln mit der Gorch Fock, die in Kiel liegt. Die kennt man wahrscheinlich vielleicht aus den Medien ein bisschen mehr. Wir haben unsere eigene Gorch Fock. Beide werden unterschieden, mit in Klammern meistens mit 1 und 2. Aber es gibt auch wesentliche Unterschiede. Ich nenne mal zwei. Und zwar die Gorch Fock, unsere, die ist 25 Jahre älter und 7 Meter kürzer. Die Gorch Fock 1 ist eine dreimastige Bark mit Hilfsmotor und wurde in Hamburg gefertigt, und zwar von der Werft Blohm & Voss. Auftraggeber war die damalige Deutsche Reichsmarine. Der Stapellauf erfolgte am 3. Mai 1933 und die Indienststellung am 27. Juni 1933. Insgesamt dauerte der Bau nur 100 Tage. Die Bark ist 82,1 Meter lang, 12 Meter breit und maximal 37,3 Meter hoch und hat insgesamt 23 Segel. Für Interessierte verlinken wir nochmal viel, viel mehr Daten in der Videobeschreibung. Die Stammbesatzung, dazu zählten damals 9 Offiziere, 56 Unteroffiziere und Mannschaften. Insgesamt bot das Schiff Platz für 198 Seekadetten. Nach der Indienststellung kam das Schiff bis 1939 als Ausbildungsschiff zum Einsatz. Anschließend abwechselnd mit ihren Schwesterschiffen auch als stationäres Wohnschiff, unter anderem auch in Kiel. Im Frühjahr 1945 stand die sowjetische Armee vor Stralsund. In dem Zuge wurde das Schiff am 9. März 1945 vor Drigge geschleppt. Am 30. April 1945 schossen sowjetische Panzer aus Höhe Dyfin auf das Schiff und das Schiff wurde dreimal getroffen, was aber in dem Falle nur zu leichten Beschädigungen führte. Gegen 14 Uhr am gleichen Tag wurde das Schiff allerdings durch ein deutsches Sprengkommando der Wehrmacht versenkt und es ging unter mit stehenden Masten. Also die Masten konnte man aus dem Wasser noch sehen. Wer die genauen Koordinaten des Punktes einmal nachschlagen möchte, wo die Gorch Fock versenkt worden ist, packen wir alles in die Videobeschreibung einmal unten rein. Nach dem Krieg wurde das Schiff der Sowjetunion als Reparationsleistung zugesprochen. Die sowjetische Administratur sorgte dafür, dass das Schiff gehoben wurde und in den Jahren von 1948 bis 1950 in Rostock und Wismar wieder instand gesetzt wurde. Ab 1951 fuhr das Schiff unter neuem Namen für die Sowjetunion, für die Handelsmarine, und diente wieder als Schulschiff. Der neue Name war Tovaritsch, was übersetzt Kamerad bedeutet. Der neue Heimathafen war Cherson, was in der heutigen Ukraine liegt. 1957 unternahm das Schiff eine Weltreise und 1974 und 1976 gewann sie die Operation Sail, eine große Segelveranstaltung. Nach der Auflösung der Sowjetunion fuhr das Schiff dann unter ukrainischer Flagge und zum 60. Geburtstag 1993 war die Tovaritsch unter anderem zu Gast in Rostock. Anschließend scheiterten mehrere Reparaturversuche, unter anderem in Newcastle und Middlesbrough, weil einfach die finanziellen Mittel fehlten. Im Jahr 1999 wurde das Schiff mit Hilfe des deutschen Vereins Talship Friends nach Wilhelmshaven geschleppt und wurde dort zumindest erstmal wieder halbwegs instand gesetzt und diente anschließend für die Expo 2000 am Meer als Flaggschiff. Nach verschiedenen Unstimmigkeiten erwarb der Verein Talship Friends das Schiff 2003. Mit Hilfe eines Dockschiffs wurde die Bark wieder zurück nach Stralsund geholt und von der Volkswerft Stralsund wieder schwimmfähig gemacht. Das bedeutete auch, dass anschließend im Herbst 2003 das Schiff wieder auf den alten Namen Gorch Fock getauft wurde. Stralsund war ab sofort wieder Heimathafen. Über die letzten Jahre wurden verschiedene Reparaturmaßnahmen vorgenommen, die stetig weitergehen.
Das langfristige Ziel ist es, dass das Schiff wieder seetauglich gemacht wird. Allerdings würde das mehrere Millionen Euro kosten. Seit 2016 ist das Schiff Teil der Denkmalliste von Mecklenburg-Vorpommern. 2018 entschied die Bürgerschaft Stralsund, das Schiff zu kaufen. Unseres Wissens ist es bisher aber nicht geschehen. Die Gosch Hock hat also eine lange Geschichte und hoffentlich noch eine lange Zukunft. Wir wollen auf jeden Fall aufbauend auf diese Folge noch einen Podcast in knapp ein, zwei Monaten für euch machen mit Interviewpartnern. Dann gehen wir auch nochmal richtig in den Bauch des Schiffes, um halt ein bisschen tiefer gehend die Geschichte der Gosch Hock zu erzählen und wie es natürlich mit ihr weitergeht. Wir hoffen, ihr schaltet natürlich ein. So, das war's. Folge Gosch Hock rund um den Sund ist abgedreht. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben, gerne kommentieren, das ist immer gut für die Reichweite. Der YouTube-Algorithmus wird das mögen. Wir versuchen auf jeden Fall rund um den Sund jetzt wirklich mit einer höheren Priorität mehr zu fokussieren, denn die Nachfragen sind da. Verzeiht uns bitte, dass wir jetzt erst wieder da sind. Wir geloben Besserung. Also, in diesem Sinne, das war's für heute, Leute. Bleibt gesund, haut rein.